Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sehen uns heute im Titelbildschirm, das hat spezielle Gründe, weil ich es so schön finde, dass die Musik hier so scheiße laut ist und ich es im Endeffekt nachbearbeiten muss. Bevor wir starten, es gibt wieder was umsonst und zwar gibt's das nicht in den Highlights. Alter, was ist denn das hier so laut? Heilige Scheiße. So, jedenfalls, es gibt hier Dinge umsonst. Du findest es nicht in den Highlights, seltsamerweise. Aber bei den Skins. Und zwar den T51 Lackierung Vault Tech Techniker. Moment. Ich fühle mich gerade verarscht. Hieß es nicht, die Powerrüstung ist. Favoriten? Okay, jetzt kann man anscheinend auch Favoriten machen. Hieß es nicht, es gilt auch für andere Rüstungen? Enthält eine einzigartige Lackierung für die Powerrüstung T51. Moment. Ich fühle mich gerade verarscht. Use. Schnappt dir eine kostenlose Lackierung für T45, T50, T60 und X01. Jeden Tag ist eine Lackierung verfügbar. Ah. Moment. T45, T50, T60. Und wenn wir jetzt hier in den Atomshop gehen und dann hier in den Skins, ist das die T51. Die einzige Rüstung, die nicht erwähnt wurde. Was? Warum? Was ist los mit euch? Wir wollen heute den nuklearen Winter testen. Glücklicherweise habe ich es gestern nur geschafft, zwei Folgen aufzunehmen. Deswegen können wir heute bereits diese Woche mal loslegen mit dem nuklearen Winter. Ich habe keine Ahnung, wie das wird. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der Fan vom Battle Royale. Ich stelle mir das immer voll cool vor. Ich habe mir ja sämtliche Battle Royale Spiele gekauft, weil ich mir das immer voll cool vorstelle, wie ich da reingehe und alle wegschnetzel. Und dann werde ich rasiert. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Das ist immer so, aber ich habe Bock drauf. Naja, gut. Ach, deswegen als Favorit. Ah, das heißt, wenn wir in den Atomshop gehen und ein Skin als Favorit aus NW-Favoriten entfernen. Das heißt, das ist mein Favorit. Das heißt, das bekomme ich höchstwahrscheinlich dann, wenn ich den Nuclear Winter NW... Ich hätte sonst auf New Vegas getippt, aber es ist der Nuclear Winter. Dann werde ich diese Rüstung wahrscheinlich hier finden. Ein Battle Royale in den postapokalyptischen Ruinen von Appalachia. Inmitten eines glühenden nuklearen Sturms kämpfst du um die Ehre, der nächste Aufseher von Vault 51 zu werden. Jeder hat nur ein Leben und das letzte Team, das noch steht, gewinnt. Verdiene Aufseher-LP und steige im Aufseherrang auf, um neue Inhalte freizuschalten. Enthülle die tragische Geschichte der ursprünglichen Bewohner von Vault 51, wenn du Zugang zu neuen... Okay, zu neuen was? Okay. Schalte über ein brandneues Skill-Kartensystem neue Skills eigens für Nuklearwinter frei. Gut, wir werden wahrscheinlich niemals erfahren, zu was wir Zugang bekommen. Aber ich würde sagen, wir spielen einfach mal. Team befüllen aus. Muss ich mit Team spielen? Ich will alleine. Wir werden mal gucken, ob wir alleine spielen können. Ansonsten, wir schauen uns das ja erstmal an. So. Ich wollte es zuerst alleine ausprobieren und dachte mir, du schaltest Dinge frei. Ja, ist kacke. Naja. Und deswegen nehme ich jetzt von Anfang an auf. Ups. Und gucke, wie das Spiel wird. Match gefunden. Ich bin gespannt, wie lange dieses Match befüllt sein wird. Ich habe bisher auf Twitter nur Gutes gehört. Aber es ist Twitter. Und man hört nur Gutes, weil Bethesda diese Tweets halt auch verlinkt. Also. Bethesda würde niemals scheiß Tweets verlinken. Also. Ja, ist mit Vorsicht zu genießen. Jetzt steht da übrigens Vault 51 unten rechts und nicht Vault. Was war das? 76. Die sind schon mal. Was nett ist. Ich frage mich, ob man hier auch Zugang zu Fotoapparaten zu kriegt. Ah. Also, ihr könnt euch darauf einstellen. Ich werd in die Welt gehen und umkippen. Weg bin ich. So wird's laufen. Aber ich muss irgendwie... doch höher.
Alles klar. Können wir uns hier schon verprügeln? Ach, das ist die Lobby. Das ist die Lobby. Ihr Eintreffen im Vault ist von Nutzen. Ich habe eine neue Datenreihe aufgezeichnet. Will ihr denn leben? Nein. Aber wir schlagen ihn trotzdem mal zusammen. Merkt euch dieses Gesicht. Der wird der Erste sein, den ich töte. Du der Zweite. Wir gucken uns mal die Gegner hier an. Oh, was willst du denn? Wie er da steht. Katze hat Hunger. Der wird gleich noch nerven. Mein Aufseherrang ist 0. Ach, das sind die Zugänge, ja? Gewinne Matches in Nuclear Winter, um deinen Aufseherrang zu erhöhen. Ja, Katze, ich weiß, du hast Hunger. Und das kann man dann freischalten? Na, oh! Wir können richtig tolle Sachen gewinnen. Also an sich sieht das schon mal ganz gut aus, dass man hier Sachen gewinnen kann. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze handhaben werde. Mal gucken, wenn es mir gefällt. Vielleicht lade ich euch einfach ein und wir spielen zusammen. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, das ist jetzt solo alles. Ansonsten spiele ich 1 gegen 4. Das wäre auch kacke. Ach, guck mal, hier sind Aufseherrang 105 benötigt. Okay, man braucht die also, um irgendwas zu bekommen, Aufseherringe. An sich ja alles ganz schick gemacht. Ach, guck mal, hier sitzt sogar jemand. Und spielt. Kann ich auch spielen? Nein. Also man kann sich hier ein bisschen die Zeit vertreiben. Aber ich glaube im Endeffekt, ich weiß nicht, ob man überhaupt genug Zeit hat. Keine Ahnung. Platziere deine Markierung auf der Karte, um deinen Spawnpunkt festzulegen. Andere können den Spawnpunkt von dir und deinem Team nicht sehen, bis der Timer abgelaufen ist. Alles klar. Dann bring mich mal zu Hütte am See. Hütte am See klingt doch gut. Da geht bestimmt... Einsame Hütte. Einsame Hütte. Einsame Hütte bedeutet, dass da maximal eine Person wohnt. Das heißt, da darf eigentlich kein anderer hin. Scheiße. Hütte am See wäre es gewesen. Scheiße. Na gut. Kann man nicht riechen. Und jetzt? Okay, wir müssen eine Waffe finden und den Typen direkt wegprügeln. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Das heißt, es ist doch 1 versus 1, ne? Also, alle gegen alle. Lone Wolf. Ist ja auch genau meins, so Lone Wolf. Ich werde so übelst rasiert. Ah. Zex hat die Gegenstände in den meisten Behältern durch nützliche Exemplare ersetzt. Durchsuche jeden Winkel. Wer ist Zex? Wer zur Hölle ist Zex? Vielleicht sollte ich mir irgendwie mal so... Okay, gibt es da eine Lore irgendwie, die man sich angucken kann? Vieles wird man wahrscheinlich erst herausfinden, wenn man genügend Punkte hat. Alles klar, ich bin da. Ich kann mich noch nicht bewegen. Ich bin unsichtbar. Oh, ich kann das schon knacken. Ich werde gleich zusammengeschlagen. Ich höre ihn schon. Ich besitze unendlich viele, das ist gut. Ja. Gib mir eine Waffe. Splittermine. Oh. Oh. Ich war zu langsam. Oh. Was ist das jetzt? Anstehende Belohnung. Abenteuermodus EP. Ach, man kriegt hier auch EP, das ist cool. Das gefällt mir. Okay. Hütte am See. Niemand denkt dran, da zu sein. Es ist natürlich am Rand der Karte. Aber hey. Oh, Gottes Willen. Ich kann auch mitten in der Pampa spawnen. Dann kriege ich keine Waffen. Okay, da ist auf jeden Fall einer. Einsame Hütte, guckt sie an. Da sind, da, ich glaube, einsame Hütte, da sind die meisten, ey. Neue Runde, neues Glück. Hier brennt. Okay, alles klar. Muss Waffe finden. Muss Waffe finden. Oh Gott, hier ist schon einer.
Hier ist ja nichts. Ich will sterben ohne Waffe. Kacke. Okay, ich muss hier weg. Gehen wir woanders hin. Irgendwo, wo vielleicht eine Waffe ist. Vielleicht finden wir auch irgendwie, keine Ahnung, irgendjemanden, den wir töten können oder ein, also irgendein Viech und kriegen davon eine Waffe. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon mal länger gelebt. Du bist nicht länger geschützt, du bist sichtbar und kannst Schaden erleiden. Ja. Und ich habe keine Waffe. Das ist ungünstig. Das ist sehr ungünstig. Aber ich mag das Layout, das ist so... Oh, das Gegner. Ich muss weg hier. Ich habe keine Waffe, Junge. Unfair. Wie will's wählen? Kriegt man vielleicht gratis eine Waffe? Oh, hier ist was. Wie komme ich hier rein? Scheiße! Ich hab keine Waffe, Mann! Das kannst du mir nicht antun! Hilfe! Gibt's hier einen Ausgang? Ich will einen zweiten Ausgang. Nein! Ich hatte doch nichts! Wir spielen zu zweit! Hatte ich ein Team? Die Bauchrüstung! Guck mal, die knallen sich nicht ab. Die springen sie doch ab. Oh, das ist mein Team. Ich kann nur diese drei Personen sehen, oder? Scheint mein Team zu sein. Oh, jetzt bin ich verwirrt. Okay, ich habe eine gewisse Ahnung. Ich glaube, hier geht es um Teamplay. Ich glaube, man hat ein festes Team. Außer man... Vielleicht widerlegen Sie ja meine Daten. Allerdings gibt es dafür nur wenige Anhaltspunkte. Alles klar. Ich glaube halt, es gibt Teams hier, also nur Teams. Kein Solo, Lone Wolf, sondern nur Teams. Und wenn du halt dein eigenes Team erstellst, ist okay, aber wenn du alleine bist, bist du halt alleine gegen alle. Also das wäre ein bisschen ungünstig. Was mache ich da? Was zum Teufel mache ich da? Oh, ich bin alleine. Oh mein Gott. Aber man sieht schon, das sind Teams, ne? Das sind Teams. Scheiße. Also das ist ja kacke. Ich hätte mir so ein... Ja. So ein Lohnwulfs hätte ich mich schon gefreut. Ich mag es einfach nicht, im Team zu arbeiten. Ich bin asozial. Was soll ich sagen? Ich mag diese Absprachen nicht. Als ich damals Halo gezockt habe, hatte ich zwar einen Clan und habe auch im Clan gezockt, aber ich war halt derjenige, der im Alleingang losgestürmt ist. Da war ich auch gut in dem Spiel. Aber jetzt im Alleingang, ja, vielleicht mit ein bisschen Übung. Ist für mich ist das eine komplett neue Situation sozusagen, wieder in diesen PvP reinzukommen. Ich habe jahrelang nichts anderes als PvE gemacht. Und jetzt PvP wieder zu machen, man merkt schon, dass ich da ziemlich eingerostet bin. Aber die Stadt gehört ganz alleine mir. Geilo. Untersuchen wir mal. Vielleicht finden wir schon eine Waffe. Vielleicht kann ich auch jemanden killen. Oh, Revolver. Holzrüstung. Haha. Ich habe einen Revolver. Was sagt man dazu? Das heißt, rein theoretisch könnte ich jetzt schon losziehen. Ja, nuklear Winter kann warten. Ah, da ist noch was. Maschinenpistole. Eine Plasmagranate. Alles klar, okay. Ich bin soweit.
Auf geht's. Vielleicht sollte ich für den Anfang erstmal den hier nehmen. Wo soll ich hin? Da hinten muss ich hin. Alles klar. Wir warten einfach ab, bis alle tot sind und noch einer steht und dann gewinne ich. Das ist der Plan. Das Dümmste, was man eigentlich machen kann, ist frei in der Welt rumlaufen. Man sollte sich irgendwo vercampen und sich dann Keks freuen. Aber ich muss halt da in die Richtung. Und immer schön auf die Map gucken. Nicht verkacken, Zero, nicht heute. Kann ich die Waffen schnell wechseln? Alles klar, okay, kann ich. Abgelaufenes Stimpact. Schrotflinte. Oh, da wird schon fröhlich geschossen, wenn ich irgendwo einen abgreifen könnte. Oh, oh, oh. Das wäre schön. Da hinten ist was explodiert. Kann ich da einen Kill abstauben? Da. Da ist ein Gegner. Autsch. Ich habe mir ins Auge gepiekst. Ah Gott, ich kann nicht sehen. Okay, ich krieg das hin. Kann nicht sehen, aber ich krieg das hin. Scheiße. Bin ich tot? Nein. Wo sind die? Die hocken da bestimmt im Gebäude rum. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir bräuchten nur noch einen Kill. Schade nur, dass hier Teams rumlaufen. Da hinten habe ich einen gesehen. Aber ich habe ja noch keine Monster gesehen. Die kommen wahrscheinlich erst später, wa? Gott, ich bin aufgeregt. Ich bin alleine gegen die Welt. Ich bin ein epischer Held und der Wald brennt ab. Der epische Held. Ich glaube, ich wurde gerade angeschossen. Katze auf meinen Fuß zu berühren, das kitzelt. Der einfach so gerade so hingegriffen hat, um mich abzulenken. Er ist für die Gegner. Ganz klare Sache. Okay, ab jetzt schleichend fortbewegen. Wir haben höchstwahrscheinlich nicht die besten Waffen, wenn ich mir das so angucke. Aber wir haben Waffen. Ist schon mal besser als die letzte Runde. Und wir haben schon länger überlebt als in der vorletzten. Also ich muss sagen, es ist schon mal ein guter Erfolg. Der Sturm nähert sich. Das ist schön für den Sturm, aber ich bin schon in Sicherheit. So, einigermaßen. Hä? War da gerade ein Schuss? Gibt es hier einen Watz-Modus? Gibt es anscheinend. Ich verliere Ausdauer, wenn ich drauf drücke. Oh, der Turm ist doch bestimmt perfekt zum Campen. Ist da jemand? Nein. Okay. Warten und lauern. Das ist eigentlich, glaube ich, die beste Taktik. Aber ich muss sagen, mir ist sowas höchstpersönlich einfach zu langweilig, irgendwo rumzucampen. Ich weiß, dieses Spiel basiert aus Campen, aber mir ist das einfach, keine Ahnung, ich muss laufen. Deswegen mochte ich auch Halo so. Halo war so dynamisch, man hatte halt immer Vollkontakt mit den Gegnern, musste strategisch denken und das ist einfach, glaube ich, zu weitläufig für mich. Ich brauche halt die Enge, ich brauche den Stress, um gut zu funktionieren. Aber man merkt es auf jeden Fall in Fallout, wenn ich irgendwie im PvP-Modus war und eine Stresssituation war, da habe ich immer noch am besten reagiert und taktisch gedacht. Aber so habe ich einfach, ich habe keinen Bezugspunkt, was ich jetzt machen soll. Ich kann jetzt rumlaufen, noch irgendwie ein bisschen was suchen, hoffen, dass ich irgendwie Rüstung finde. Aber ich werde wahrscheinlich abgeschossen dabei. Na gut, laufen wir erstmal hier hin. Höre ich da Schritte? Oh, ich bin gleich unter den Top 30. Hab nur nichts gemacht. Liegt eine Kiste? Ja. Kürbisgranate, oh, Jagdgewehr. Aha! Das ist schon eher mein Fall. Aufgepasst, ich höre Geräusche.
habe einfach das Gefühl, dass hier einfach keine Sau im Umkreis von 20 Kilometern ist. Aber irgendwo hockt jemand. Irgendwo hier hockt jemand. Das spüre ich in meinen Eingeweiden. Ein Meierlurk. Guck mal. Vielleicht sollte ich meine Munition nicht an sowas verschwenden. Da ist jemand. Oh, ich überlebe 10 Minuten. Ich lebe schon 10 Minuten. Leute, aber da war jemand. Ich hab's ganz genau gesehen. Der Sturm hat nachgelassen. Ich hocke jetzt hier im Busch. Atomsprengsatz, Einschlagzone. Sie haben eine. Wo? 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 Oh mein Gott! Lauf um dein verdammtes Leben! Oh. Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bin ich draußen? Oh. Alles gut. Alles gut. Noch leben wir. Wo sind die denn alle? Toll, weißt du, da habe ich extra so einen Campingort gefunden und sowas. Der hat so viele getötet. Oh mein Gott. Was mache ich denn jetzt? Ich bin irgendwie voll aufgeschmissen. Ich glaube, über die 10 Minuten geht auch das Ganze hinaus, was man alles spielt, über die Runden hinaus. Wobei ich die anderen Runden nicht wirklich lange überlebt habe, wenn wir mal ehrlich sind. Und ich glaube, mit meiner Sniper-Taktik komme ich nicht wirklich weit. Vortrefflich. Jeder Kampf erweitert mein Verständnis des menschlichen Verhaltens. Oh Gott, nein, weg da. Alles klar. Was habe ich bekommen? 9 Munition. Scheiße. Ich glaube, mit dem Jagdgewehr bin ich bisher am besten zurechtgekommen, ne? Ja, mein Gil! Stirb doch! Mist. Oh, ich muss mich heilen, ne? Alles klar. Oh, die heilen ja kaum. Okay, wo hängt der Drecksack? Oh, ich muss da hinten hin, ne? Oh, oh. Jetzt weiß ich, wo man da in die Richtung gelaufen ist. Ah, da war eine Einschlagzone. Okay, das haben wir gerade auf der Karte gesehen. Ich höre jemanden laufen. Oder? Nee, das sind Schüsse. Jetzt, ich bin in der Zone, ne? Alles klar. Einer? Oh Gott, ein Gegner nur noch. Wo ist der? Wo ist der? Das war der letzte? Oh Gott, ich hätte fast gewonnen. Sturm bewegt sich. Alles klar. Wo ist der Hans-Dieter? Ich schleiche mich zum Sieg. Nee, 12 Leben. Ach, 12 Leben noch. Ich habe einen getötet. Alles klar. Ups. Okay, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich gewinne. Alles schon cool, wenn man so eine ordentliche Waffe hat, ne? Dann hat das schon was. Okay, wir hocken jetzt hier. Gucken, dass wir irgendjemanden kriegen. Na komm. Wo seid ihr? Ich höre Schüsse. Verdammt. Die letzten Kämpfer. Ist er noch da? Oder ist er tot? Da läuft einer. Er holt sich bestimmt den Loot. Kampfunfähig.
Ich habe kaum eine Pulserhöhung festgestellt. Sie tut, Kandidat. Ah, okay. Langsam habe ich Spaß. Ah, guck mal, da läuft einer. Ah, das ist ein Zombie, alles klar. Lauft ihr mal. Ah, so, da hinten ist einer. Ich bin unter den Top 6, Alter, was ist denn los? Sturm hat nachgelassen. Weiß er nicht, wo ich bin? Beweg dich, Zero. Wo ist er hin? Scheiße. Ich muss runter. Oh. Nein. Nicht schießen. Nicht auf mich schießen. Ich bin unschuldig. Oh Gott, ich bin fast tot. Oh, ich bin fast tot. Oh mein Gott. Ich habe aber noch Stims. Alles kein Problem. Nein! Ah! Oh. Das war knapp. Oh, der war gut. Der war gut. Der hat mir gefallen. Ah, was habe ich bekommen? Aufstieg. So. Wie sammle ich jetzt das alles ein, was ich bekommen habe? Auf die AP halten. 391. Puh. Abenteuer-AP 974. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber wie kriege ich jetzt mein Zeug? Ah, das war echt knapp. Alter Schwede. Ah, hätte ich bessere Waffen gehabt. Aber die hatten Rüstung, ne? Ah. Aber ich hatte schon meinen Spaß mit meinem Sniper, das muss ich schon sagen. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir belassen das erstmal dabei. Ich muss sagen, ich hatte doch schon meinen Spaß. Also dieses sneaky rumlaufen, andere irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube, das sind halt wirklich seltene Szenen, dass ich wirklich mal so guten Treffer an Waffen habe. Was sagt ihr denn dazu? Soll ich das weiterspielen oder denkt ihr euch, Zero? Lass es einfach. Lass es. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin mal gespannt. Und ja, mal sehen. Vielleicht findet sich ja auch noch ein Team unter meinen Zuschauern, die mitmachen möchten. Und dann werden wir sehen, ob wir da irgendwie mal ab und zu mal was machen können. Nö? Haut rein. Euer Zero. Tschüss.